Guten Morgen Leute, was geht ab? Es ist Dienstag, Zeit für Bergläufe. Ich bin ein bisschen spät dran, muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät zu den Jungs. 10x200 Meter bergan, das Ganze zügig. Schauen wir mal, wie sich das anfühlt. Der Dauerlauf gestern war schon einigermaßen okay. 18 Kilometer gemacht, 18,3 im 4er Schnitt, war ein bisschen hügelig. Hat sich schwerer angefühlt, als es sich anfühlen sollte, aber okay, das ist jetzt mal so der Status quo. Die Fitness war jetzt in den letzten 2 Wochen auch echt so ein bisschen... Ich sollte erstmal einigermaßen wieder gesund werden. Hat mich ja doch dann ganz schön zacken gelegt im Trainingslager. Deswegen hoffe ich, dass ich die Woche einigermaßen wieder auf ein ganz gutes Level komme, um dann am Sonntag beim Kaiserdomlauf 10 Kilometer mal so schnell zu rennen, wie es im Moment geht. Und genau, deswegen gestern mal ein längerer Dauerlauf und heute früh die Bergläufe. Auf geht's! So, treffe mich hier mit Robert und Adrian. Robert ist schon da, zieht sich noch um in seinem Van. Auf dem Programm stehen 10x200 Meter, bergan, zügig, runtertraben und wieder hoch, zack, fertig. Also ist eigentlich eine Trainingseinheit, die sehr schnell rumgeht. Eine Trainingseinheit, die mir auch sehr viel Spaß macht. Bergläufe waren ja im Vlog schon öfter mal Thema. Ich mache eigentlich 2 verschiedene Arten von Bergläufen. Ich mache einmal Bergläufe in Form von richtigen Bergsprints. Die gehen so 6 bis 10 Sekunden lang. Und dazwischen ist wirklich eine lange Pause. Und bei den Bergläufen ist es so, je steiler der Berg, desto mehr Muskelfasern, desto mehr Teile des Muskelns müssen verwendet werden. Das heißt, wenn ihr einen größeren Fokus auf mehr Muskulatur, die ihr ansprechen wollt, wählt, dann müsst ihr an einen steileren Berg gehen. Und wenn ihr in der richtigen Geschwindigkeitsentwicklung arbeiten wollt, dann müsst ihr halt an einen Berg gehen, der vielleicht nicht ganz so steil ist. Weil es ja ganz klar, je steiler es wird, desto weiter seid ihr von dem maximalen Tempo entfernt, das ihr laufen könnt. Und desto weniger fühlt es sich auch so nach einem richtigen Sprinten an. Wenn es richtig steil ist, dann fällt einem das Hochlaufen ja schon sehr schwer. Und dann ja, komme ich persönlich weniger in den Flow. Und dann ist noch die andere Art und Weise der Bergläufe, die ich mache, im Prinzip so ein Ersatz von normalen Intervallläufen, wie ihr sie auf der Bahn auch machen könntet. Da fange ich an in der Regel zwischen 30 Sekunden Dauer und gehe hoch bis zu 2 Minuten Berganläufe. Ja genau, also heute ist so ein erster Schritt, es wird so um die 40 Sekunden sein, 10 Stück. Und in der nächsten Woche würde ich dann 10x45 bis 1 Minute machen und in der Woche drauf dann vielleicht 10x75 Sekunden. Genau, also das sind so die 2 Arten. Einmal eben die richtigen Sprints, die wirklich nur für die Geschwindigkeitsentwicklung gedacht sind. Und dann, so wie heute, haben wir eine gute Mischung aus einem Intervalltraining. Das heißt, Herz-Kreislauf-System wird natürlich stark trainiert, wie immer beim Laufen. Und ihr habt aber auch noch einen größeren Faktor Kraftausdauer, dadurch, dass es halt bergauf geht. Ja, so viel zur Trainingsweisheit. Jetzt schauen wir mal, wie lange der Robert da noch braucht und wann der Adrian auftaucht. Moin! Wie geht's? Morgen. Geht's so? Wie geht's so? Wieder Einstieg. 2 Wochen krank. Ja, hat irgendwie alle Leute erwischt im Moment. Ne? Ja, mal schauen, was geht. Perfektes Wetter. Schön, ne? Ja, super Uhrzeit. Doch. Ach komm, ey. Doch. Nee, ich meine, das geht schon. Passt schon, gell? Freilich. So. Super wird's. Der Adrian kommt hergelaufen. Also, ich glaube, wir können uns dann davor schon stellen. Okay. Dann machen wir das, oder? Yes! Alright. So, wir starten. Auf geht's. So, der Adrian ist auch da. Und der Robert. Und Jungs. Super. Wie ist die Motivation? Voll. Die Motivation ist da. Eigentlich ist schon geil hier. Formel ist noch auf die Wand. Ich habe gerade eben zu den Jungs schon gesagt, hier habe ich meine Jugend verbracht. Jeden Samstag. Ja, ich glaube 12.30 Uhr war immer. Treffpunkt unten am Sportheim. Also ging es von da unten. Einmal bis da oben hoch. Und dann haben wir teilweise so Kreuze gemacht. Passionsspiele hieß es. Das heißt einmal von unten hoch. Und dann von der Seite hier, relativ flach, ging es nur leicht bergan. Dann einmal hier, wem schwindelig wird, tut mir leid, hier runter. Und dann geht es hinten nochmal hoch. Dann teilweise bis zu 40 Läufen. Das hat schon immer ziemlich reingehauen, aber geht schnell vorbei, vor allem wenn man ein paar Leute hat, so wie wir jetzt. So, wir laufen jetzt 10 Mal hier den Berg hoch. Auf geht's.
Mai war das schön. War das schön. Wir haben uns dann doch noch kurzfristig umentschieden. 10-mal berghoch, 5-mal hoch, 5-mal zur Seite gemacht, immer im Wechsel, einmal hoch, einmal zur Seite. Und ja, war ganz gut. Jetzt noch auslaufen und dann werde ich später noch auf die Rolle gehen. Da habe ich Krafttraining noch. War so ein voller sportlicher Tag heute. Robert, wie war's? Schwarz vor Augen, Grippe noch, Rippenknochen. So medium gut. Aber du hast es durchgezogen. Yes. Geile Einheit. Schon, oder? Geht schnell rum. Adrian, das ist dein Feedback. Hat voll gepockt. War gut. Mal wieder ein bisschen pushen. Da hat mir der Felix ein bisschen helfen können. Mal wieder ein bisschen ein guter Arschtritt heute. Oh ja. Yes. Oh ja. Das gut. Also Jungs. Yes. Adrian, du läufst da lang. Okay. Da. Korrekt. Machen wir's. Wir schreiben. Servus. Geil war's. Geil war's. Tschüssi. Wir sehen uns, gell? Wir sehen uns. Hau rein. So, Leute. Oh, jetzt muss ich auf die Uhr auf Start drücken. Das haben wir geschafft. Einiges liegt noch vor uns. Robert muss arbeiten. Ich hab's gut. Ich muss nur noch aufs Rad. Was geht auf dem Rad? Du. Keine Einheit. Einfach ja, 90 Minuten habe ich mir vorgenommen. Ich glaube so bei 220 Watt. Und, genau. Ganz easy. Und heute Abend schwimmen? Heute Abend schwimmen, aber ich werde halt auch echt nur wenig machen, weil langsamer Einstieg wegen der Schulter. Yes. Apropos Schulter, mein rechter Arm fällt gleich ab. Leute, ich setze mich gleich zu Hause hin, schneide das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit dem Vlog. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adela! Servus.